Hallo, mein Name ist Stefan Nebel. Ich fahre für das Wilbers BMW Team in der IDM Superbike, Startnummer 9. Ich habe heute die Ehre, euch die Oschersleben-Rennstrecke zu erklären. Also, wir sind jetzt auf Start und Ziel. Wir sind im fünften Gang, bremsen knapp unter der Brücke. Zwei Gänge runter in Gang 3. Rollen durch den Linksknick nochmal einen weiteren Gang runter in Gang 2. Um dann eine vernünftige Linie zu fahren für die Hasseröder Kurve. Hier müssen wir früh raus beschleunigen, den Speed mitnehmen. Gang 3, 2 zurück. Eingang in die Hasseröder, Vorsicht in diese Bodenwelle. Schön nochmal raustragen lassen, damit wir ganz spät in am Scheidepunkt sind. Raus beschleunigen, Strecke komplett nutzen. Kleines Speedlicht, kein Problem. In die dreifach links, hier muss der Eingang passen. Weil diese dreifach links ist eigentlich eine Kurve, die wir in einer Schräglage durchfahren. Runterschalten, Hotelkurve, rechts, zweite Gang wieder, um jetzt perfekt auf die Schikane drauf zuzukommen. Früh genug vorbereiten, denn hier fahren wir komplett über die Kurve. Rechts, links und wieder die rechts, um auf die Gegengerade raus zu schleunigen. Das müsste jetzt passen. Perfekt gelungen, kleines Speedy, vierte Gang. Wir kommen hier nicht höher als den vierten Gang, schalten zurück in den dritten. Für die Rechts-Links-Schikane hier auf der rechten Seite bleiben, wieder den Schwung mitnehmen, für das kurze, gerade Stück, um sich perfekt zu platzieren, auf Start und Ziel zu kommen. Jawohl, das hat super gepasst. Zurück in Gang 2, warten, 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 spät den Scheidepunkt setzen und dann wieder mit voll Schmackes der HP4-Power raus auf Start und Ziel und den ganzen Speed mitnehmen. Sehr gut. Ja, das war eine Runde hier in Oschersleben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende und ihr schaut euch das Ganze noch live an. Bis dann!